Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Juliane Seifert reichte ein zweiter Platz in Tschaikowski zum Gewinn der Bluebird Tour. Urheberrecht Getty Images. Juliane Seifert krönt ihre herausragende Saison mit dem Gewinn der Bluebird Tour. Beim abschließenden Springen in Tschaikowski reichte ihr ein zweiter Platz. Skispringerin Juliane Seifert Rula hat die erste Auflage der Bluebird-Tournee in Russland gewonnen. Der zweifachen Weltmeisterin reichte am Sonntag beim Weltcup-Finale in Tschaikowski ein zweiter Platz hinter der norwegischen Gesamtweltcup-Siegerin Maren Lundby, um sich die Siegprämie von 10.000 Franken, rund 8.000 Euro, zu sichern. Lundby setzte sich auf dem großen Backen der Schanzenanlage Snischinka Schneeflocke mit Sprüngen auf 128,0 und 137,5 Meter 270,9 Punkten deutlich vor Seifert 258,0, durch die aber in der Bluebird-Wertung letztlich nicht mehr zu gefährden war. Dritte wurde am Sonntag die Slowenin Nika Krishna. Althaus verabschiedet sich als Fünfte in die Sommerpause. Seifert hatte die ersten drei der insgesamt vier Bluebird-Springen gewonnen. Nach den Auftakterfolgen am vergangenen Wochenende in Nischni Tagil war die 29-Jährige auch am Samstag im ersten Wettbewerb von der kleinen Schneeflockenschanze nicht zu schlagen. Drei Siege in Folge, mir fehlen die Worte, meinte Seifert. Einzelvize-Weltmeisterin Katharina Althaus Oberstdorf im ersten Springen am Samstag, zweite hinter Seifert, belegte beim Finale Platz 5. Sochi-Olympiasiegerin Karina Vogt-Degenfeld verabschiedete sich mit Platz 12 in die Sommerpause. Als Gesamtweltcup-Gewinnerin stand Weltmeisterin Lundby bereits fest. Die dreimalige Saisonsiegerin Althaus belegte Platz 2 vor Seifert, vier Saisonsiege.